Hallo ihr Lieben aus Atlanta. Heute total verregnet. Kurey habt ihr auch schon lange nicht mehr gesehen. Ein paar haben schon gefragt, wo er ist. Er lebt noch, ne? Ich lebe noch. Und freust dich auch schon ganz doll, Corona. Was wir heute machen, oder? Ja, ein bisschen, bisschen Bauchschmerzen kriege ich schon vom Hingucken. Aber ein Eis hast du auch schon vorher gegessen, um den Magen. Verraten. Ich verrate alles. Und ein schönes, großes Glas? Nee, Tasse. Glasmilch. Schöne, große Tasse Milch haben wir auch parat zum Ausbalancieren vom Zucker. Ja. Jedenfalls haben wir heute, wir sind heute verrückt geworden. Bei Target haben wir 11 amerikanische Weihnachtssüßigkeiten gekauft und die werden wir heute alle probieren. Und wir kennen die tatsächlich alle auch noch nicht. Ach so, hier ist noch was für dich. Hier. Ich glaube, ich bin jetzt Quatsch, ne? Okay, jetzt sind hier Reese's White Trees. Reese's White Trees Peanut Butter Enrobed in White Cream. In Snack Size. Also weiße Bäume mit Erdnussbutter in einer weißen Creme enrobed, ummantelt. Ich wollte eigentlich mit dir teilen. Ich will das aber ganz alleine. Okay. Das riecht ehrlich gesagt gut. Das riecht nach Peanut Butter. Das riecht halt nach Peanut Butter, okay, ja. Let's go. Ich habe gedacht, das wäre so eher keksmäßig, ist aber ganz weich wie Erdnussbutter, als würde man pure Erdnussbutter essen. Also wenn man Erdnussbutter mag, dann ist es perfekt. Ich mag keine Erdnussbutter, also ist es nicht perfekt. Wie wirklich pure Erdnussbutter in weißer Schokolade. Als hättest du jetzt so einen Löffel genommen und direkt eingetaucht in die Erdnussbutter. Ja. Ich finde, Erdnussbutter ist immer so süß, viel zu süß. Ja, also wenn man auf Erdnussbutter steht, ist nicht schlecht. Was gibst du denen? Auch eine 1, aber das liegt daran, weil ich kein Peanut Butter mag. Also ja, wenn man auf Peanut Butter steht, dann würde ich wahrscheinlich sagen 5 von 5. Ich persönlich finde es okay, ich würde sagen 4 von 5, weil ich würde dann doch lieber Milka essen. So schlecht war es doch gar nicht. Okay, jetzt suchst du es. Ich will das hier, okay? Das sieht ja wenigstens mal lecker aus. Okay, so. Lass uns das jetzt mal wegschubsen hier. Genau. Kann man, kann gleich in die Mülltonne. So schlecht war es gar nicht. Okay, now haben wir hier mal Petit Bundt Cakes with Cream Cheese Icing. Also kleine, ich weiß gar nicht, was man zu Bundt Cake sagt auf Deutsch. Kleine Kuchen mit einem Loch in der Mitte mit Frischkäse Zuckerglasur. Warte. Vor, dass alles durch die Luft fliegt. Oh, es ist aber schon bei mir süß jetzt hier im Mund. Irgendwie. Ach, jetzt ist es süß. Nimm mal einen und den teilen wir uns dann, okay? Das weil hört sich gut ich an. Muss ja hier noch ganz schön. Aber wenn es gut schmeckt, dann teile ich nicht. Lass rüber hier. Gib rüber! Okay. Mal probieren. Ich schmeck nichts. Ja, also relativ. Gar nicht mal süß. Gar nicht mal so süß, wie ich jetzt schmeckt gedacht nach gar hatte. Gar nichts. Und ich finde, das Cream Cheese ist so ein bisschen geschmolzen. Das müsste fester sein von der Konsistenz, oder? Man erwartet jetzt irgendeinen Geschmack, aber ich schmecke... Also erstaunlich für amerikanische Verhältnisse hätte ich jetzt gedacht, das ist bestimmt ganz, ganz süß. Das hat so ein bisschen so Brownie-Konsistenz, würde ich sagen, aber gar nicht mal so schokoladig. Also, ihr wisst ja, ich liebe ja Kuchen, ne? Aber sowas jetzt zum Beispiel kann ich auch liegen lassen. Also von 1 bis 5, wie viele Punkte? Eine 1. Ich schmecke leider nichts. 1. Ey, vielleicht habe ich... Ich würde sagen, ich gebe 3 Punkte. Ich schmecke 3 gar Punkte, nichts. Es ist irgendwie jetzt nicht, es haut mich jetzt nicht... Dieses innere Zeug hier eben, ja, also... Ich wette, wir werden nicht eine Sache haben, die gut schmeckt. Wobei, das sieht sehr interessant aus. Okay, jetzt haben wir hier die Snowballs Oreo. Sieht irgendwie lecker aus. Sieht gut aus. So, dann machen wir auf hier. Sieht ein Horst, aber ist okay. Hallo, okay. Ich bin der Horst. Hey, und ich bin Hans. Ach Mensch, Hans. Okay, jetzt lass uns mal die Kugel geben, ja? Sieht gut aus, oder? Na gut, man sieht ja noch nicht. Willst du eine wieder teilen? Verpackung drauf. Und da? Soll ich die durchschneiden? Ja, schneidet man durch. Wo will sie denn hin? Und dann sagst du wieder, mein Teller sieht dreckig aus. Hui! Okay. Oh Gott, da habe ich aber Angst. So viel Süßes sitzt da drin in der Mitte. Diese, da gibt es doch so eine Kugel. Diese Kugeln von Kinderschokolade. Schmecken ein bisschen wie die. Hm. Da, welche Kugeln? Diese
Du redest von diesem Schoko-Überraschung? Nein, diese kleinen Bälle. Ja, diese Schokokugeln oder so nennen sich. Sehen aus wie kleine Mini-Kinder-Überraschungen. Ja, es hat so ein bisschen was davon. Ein bisschen. Ist ganz ähnlich. Weil es was Knuspriges drin hat. Also es ist nicht schlecht, aber... Für den Preis finde ich es krass, weil es sind nur 4 solche Dinger. Ich gucke den Preis nach, aber es ist entweder 4 oder 5 Dollar. Das heißt, eine so eine Kugel ist 1 Dollar. Mhm. Das ist krass. Aber... Da gibt es so eine kleinen Kugeln von Kinder und es schmeckt relativ ähnlich. Und die Schokolade schmeckt überraschend gut für amerikanische Schokolade, finde ich. Also diese kleinen Kinder-Schokobälle, die schmecken wesentlich besser, weil die Schokolade ist so lecker. Da ist noch mehr was Knusprigeres drin. Hier ist es okay. Also ich gebe es eine 3. Ist jetzt aber nicht so, dass ich es nochmal holen würde. Und nicht wegen Preis, sondern so. Ich sag wieder 4 von 5. Es ist nicht das Allerbeste. Wow. Aber es ist ziemlich gut. Kriegst du eigentlich Geld von dem Unternehmen? Ja. Also es du bewertest ganz schön gut. Bei Oreo dieses Video. Also ich würde sie nicht nochmal holen. Selbst wenn sie jetzt 1,99 kosten würden, ich würde sie nicht nochmal holen. Es ist okay, aber ist jetzt nicht so, oh, ich habe jetzt einen Heißhunger drauf. Okay. Willst du es noch essen? Nee. Warum nicht? Ha? Ja, aber ich muss ja hier noch mehr machen. Oh, hier, die nehmen wir jetzt mal. Guck mal, das sieht doch mal schön aus. Milk Chocolate Caramel Pretzel Sprinkles. Die sehen doch schön aus, oder? Eins für dich. Eins für mich. Sieht aber gut aus, ne? Die Konsistenz. Oh Gott, was ist denn hier los? Wie das optisch so aussieht. Sieht ein bisschen aus wie... Da klebt ein bisschen Schokocrossis. Mehrere zusammen. Schokocrossis, aber wird wahrscheinlich... Cora, hast du alles? Ey, ich weiß nicht, die versuchen alles so... Hauptsache, es sieht lecker aus für Kinder. Ey, come on. Sehr klebrig. Und bitte gibt's jetzt keine 4 oder so. Ey, und die Sachen sind so teuer. Du. Und schmecken tut's. Dein Ding ist so cool so. Ja, mein Ding ist so cool. Dein Ding ist so cool. Ich finde es aber wirklich gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Ich pack's jetzt mal erstmal hier zur Seite. Vielleicht esse ich es nachher. Ich bin nämlich ein bisschen voll. Das ist auf jeden Fall ein Blombenzieher. Sehr viel Karamell. Aber ehrlich gesagt ist es nicht schlecht. Ja, ich gebe 4. Ich gebe dem 5 von 5. Ey, sag mal, verarschst du mich jetzt gerade? Ich glaube wirklich, die wird aber bezahlt dafür. Ich kann doch nicht sagen. Was schmeckt denn daran gut? Brezel, Karamell. Schokolade. Ja, alles zusammengewürfelt. Schmeckt doch gut. Aber ich fand es gut. 5 aus 5. Was gibst du dem? Ey, sorry, Leute, aber für mich war es... Okay, ich geb's eine 2. Ich geb's eine 2. Alter, ich geb's 2. Okay, du darfst dir was aussuchen. Ich bin, am Anfang war ich noch ein bisschen so... Wir leben aber jetzt auch überall im 10 Karamell. Am Anfang war ich noch so ein bisschen excited. Mittlerweile, naja. Okay, was hast du denn jetzt hier gepickt? Zeig mal. Okay, Mini Snowballs. Mini Snowballs. Da warst du ja schon ganz excited. Was? Ja, da hast du 3-mal gefragt, ob wir die nicht auch kaufen können. Okay, die haben mehrere Farben. Ich schütte die jetzt mal auf den Teller. Muss ich jetzt mehrere davon essen? Ach du meine Güte. Okay. Guck mal, sieht aus wie so eine Riesenerbse, ne? Da frage ich mich jetzt, ist das eine Nuss oder was? War das einfach nur Schokolade drin? Oder wie so ein M&M? Oder? Mhm. Also M&M's schmecken ja sehr, sehr gut. Ich finde M&M's super. Ja, einfach nur wie so ein M&M. Ja, ne? Geben wir eine 5. Na, vom Hocker haut es mich jetzt nicht. Sind die jetzt different? Ja, aber ich glaube... verschiedene Farben? Nee, aber weißt du, was ich glaube? Aber es ist einfach wie M&M's. Ja, es ist wie M&M's. Nur dicker. Größer, nur so, dicker. Schmeckt so ein bisschen mehr so, als wären die schon verfallen seit 3 Jahren. Ey, die Schokolade? Ist mal im Ernst. Die schmeckt wie verfallene Schokolade. Schmeckst du nicht die Schokolade? Die schmeckt wie abgelaufen. Also es schmeckt wirklich ein bisschen wie alte M&M's. Sehr alte. Fast antik. Ja, da gebe ich einen Punkt. Mhm. Doll ist wirklich nicht. Ich suche jetzt aus... Können wir vielleicht die M&M's dann mal nehmen? Einfach, dass wir mal echte etwas Gutes haben. Okay, also M&M's. M&M's Snowballs. Hießen die nicht auch Snowballs?
Die sind auch Snowballs. Ja. Mini-Snowballs. Ja. Und jetzt haben wir Snowballs und da steht halt White Chocolate und Pretzel. Also weiße Schokolade, Brezel. Das sind zu viele. Guck mal, einer ist schon offen. Also da ist jetzt aber eine richtige Nuss drin, ne? Das eben war ja nur Schokolade. Coral wieder. Coral mag gar nichts heute. Probier das mal. Schmeckt halt Brezel. Eine Brezel. Das ist ja gar keine Nuss, das ist eine Brezel. Brezel und ein bisschen Schokoladenummantelung oder was ist das? Zucker. Ist okay. Ich geb's eine 4. Ach, da gibst du jetzt eine 4. Ach, und du? Und da gibt's jetzt was Schlechtes oder was? 3. Ich bewerfe dich gleich hiermit. Also wirklich. Ich glaube, ich esse lieber ganz normale M&M's. Aber man merkt ganz intensiv wirklich die Brezel. Mhm. Ne? Die schmeckt man sehr intensiv. Okay, okay. Na, haben wir hier mal Kit Kat Gingerbread Cookie. Ja, also die Spekulatius-Version von Kit Kat. Ich fühle mich so, als ob mein ganzer Magen gerade sich zusammenkrampft und klebt. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich viel Süßigkeit. Ach, das ist ja süß. Guck mal, wie klein das ist. Das ist aber gut, oder? So schön klein. Mhm. Gerade wenn man so viel Süßigkeiten essen muss. Schön klein, Karamell. Sieht total nach Karamell riecht aus. Hoffentlich ist es nicht zu süß. Riecht nach Kerze. Ja. Riecht wie eine Kerze. Fühlt sich auch so an. Die Konsistenz sieht auch aus wie eine Kerze. Jetzt traue ich mich gar nicht, meins aufzumachen. Weißt du, wir teilen uns einfach. Weißt du, es sind ja nicht mehr so gute Zeiten. Ja. Wir teilen uns jetzt einfach eins hier. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Das packen wir weg. Das geben wir den Kindern nächstes Jahr zu Halloween. Ne? So lange hält sich das bestimmt gar nicht. Ah, es wird sich schon halten. Da schmecken sie keinen Unterschied. Ja, dann probiert die Kerze. Sehr intensiv. Also wirklich wie Spekulatius. Wirklich Kit Kat in Spekulatius-Form. Aber Spekulatius schmeckt gut. Ja, dadurch, dass man ja gewohnt ist, so einen trockenen Keks zu essen und nicht sowas knusprig-schokoladiges. Was gibt's zum Zeug? 3. Echt? Ja? Koray wieder. Was? Ich geb's eine 1, also das schmeckt überhaupt nicht. Hast du nicht bisher nur Einsen verteilt? Nee, ich hab den M&M's habe ich eine 4 gegeben. Also es schmeckt ganz intensiv ich nach. Ich mag Spekulatius-Kekse und sowas esse intensiv. Ich gerne, aber das hat irgendwie. Was? Ich glaube, Julian wird sich aber freuen über die ganzen Sachen. Ganz ehrlich, für mich schmeckt alles abgestanden irgendwie. Muss mal gucken, vielleicht ist ja schon abgelaufen. Aber ich würde nicht. Gut bis November 2023. Es klappt noch mit Trick or Treat, ist Oktober 31. Ja. Also klappt noch genau. Kinder, ihr dürft euch freuen. Die Kisses sehen ja eigentlich sehr lecker aus. Mal gucken. Aber nichts gegen echte Kisses, oder? Mhm. Achso. Wir werden sehen. Wir werden erstmal sehen. Okay. Du musst ja erstmal probieren, na? Also keine Vorurteile hier. Are you ready? I'm not sure. So, bitteschön. Eins für dich. Die sind leider zu klein zum Teilen. Du hast einen Kiss. So, hier ist ein Kuss. Das ist ein Kuss. Mhm. Und dann kannst du hier anpacken. So, ich glaube, du hättest es einfach aufreißen sollen. Damit. Also ich probiere es jetzt mal, okay? Hast du Angst? Du sagst schon wieder nichts. Ich liebe Süßigkeiten, aber das ist alles abgestanden. Es schmeckt wie DDR-Schokolade. DDR-Schokolade hat besser geschmeckt. Also, Leute, wir haben wirklich richtig viel Geld für die Süßigkeiten gezahlt. Und die sind wirklich alle teuer. Teuer. Alle sau teuer. Also mindestens 4 oder 5 Dollar hat es gekostet. Und alles schmeckt also das hier finde ich so eklig, dass ich dem noch nicht mal einen Punkt geben würde. Also die Snowballs sind dagegen delicious. Die du nicht mochtest, schmeckt grauenvoll. Schmeckt nicht nach echter Schokolade, schmeckt wirklich nach künstlicher Ersatzschokolade. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas Leckeres mal zu essen. Wirklich, mal was Leckeres. So, was haben wir hier schon wieder? Hier. Das habe ich, also wirklich ganz ehrlich, ich habe mit Absicht Sachen ausgesucht, wo ich dachte, die könnten gut schmecken. Also ich wollte, zum Beispiel weiß ich genau, dass ich nicht mag, wenn Schokolade Pfefferminzgeschmack hat. Und ganz viele der Weihnachtssachen hat immer Pfefferminzgeschmack. Und die habe ich dann extra schon nicht geholt. Also so Brezel und so, da dachte ich mir, ja, das könnte gut sein. Und Karamell und so.
Also wir werden uns mal hier einen. Die Schokolade sieht sehr, sehr dunkel aus. Das sieht nach. Haben die irgendwas von Peanut Butter gesagt? Das sieht nach Peanut Butter Füllung aus. Nee, Caramel and Fudge. Es ist ganz weich. Es ist nicht von der Konsistenz, wie ich gedacht hätte, eher härter. Wie ein Keks oder so. Von der Konsistenz ist das wirklich interessant. Wenn man da jetzt noch so ein bisschen Geschmack einbauen könnte, dann wäre das wirklich nicht schlecht. Ich persönlich mag das überhaupt nicht. Ja, also, was gibst du dem denn? Da ist ein Keks drin, der nach gar nichts schmeckt. Dann ist da eine riesen Karamellschicht, die viel zu weich ist, die gar nicht karamellig, so ein bisschen härter ist. So. Und von dem Fudge außen schmecke ich gar nicht. Die Schokolade ist zu bitter und ich merke auch nicht Sea Salt. Ein Punkt von mir. Ein Punkt von mir. Das ist unglaublich. Ich kann nicht fassen. Und ich habe jetzt Angst vor dem nächsten, weil als ich das schon gesehen habe, habe ich schon gedacht, oh oh. Hershey's Sugar Cookie. Sugar Cookie Flavored White Cream with Cookie Pieces. Aber das sieht so künstlich aus. Du hast es gefunden. Mhm. Also ich merke doch immer wieder, dass einfach Schokolade in Amerika nicht schmeckt. Die kriegen es nicht hin mit der Schokolade irgendwie. Ja, ja, also das sieht schon ziemlich nicht so appetitlich aus, finde ich, oder? Was sind denn diese roten und diese grünen Punkte? Weiß nicht, irgendwie krebserregenden Stoffe. Immerhin hat es eine Konsistenz, so ein bisschen knusprig. Die sind einfach knusprige, wie so Kekse, kleine Kekse drin. Ganz also, knusprig. Ich mag die Konsistenz, weil es hat so einen Crunch. Mhm. Ne? Und die Schokolade schmeckt nicht jetzt so schlecht, also. Also ich denke nicht, dass es even Schokolade ist. Es ist auch bestimmt nur Artificial. Ich glaube nicht, dass es weiße Schokolade ist. Da steht also, überhaupt nichts. Ich gebe dem eine 3. Aber es ist gar nicht so übel, wie es aussieht. Ich gebe dem eine 3. Ja. Ja, es ist so gar nicht mal so schlecht, aber auch jetzt nicht. Also kommt nicht gegen Milka Joghurt an. Okay, also das packe ich jetzt auf den anderen Haufen, weil das ist ja der Müllhaufen. Ich finde, das müsste so. In einer guten Schokolade in der Mitte nur die Füllung sein. Also es ist nicht schlecht. Also es ist, ich gebe es ihm 3. Gar nicht mal. Nee, es hat auch einen guten Nachgeschmack. Mhm. Oder? Wenn du so runterschluckst, dann. Wir haben noch eine Sache übrig, sehe ich gerade. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Nö, ja, ist also, nicht schlecht. Also ich finde fast, das war das Beste. Ich überlege gerade, aber. Ach, wir sind noch nicht fertig. Also jetzt kommt ja das Beste vom Besten. Das, was ich am meisten Angst hatte zu essen, das ist, glaube ich, fast das Beste. So. Der Koray, der mag ja Donuts. Der Koray mag Donuts. Ja, kann ja nur. Also ist ja schon klar, wie es schmeckt, oder? Wie soll. Aber natürlich schön in der Zuckerguss. Christmas Colors. Grün und Rot. Schneid mal auf. Kann natürlich aber das ist keine Füllung nicht, oder so, ne? Keine Füllung. Ja. Ja gut, wie soll Donut schmecken? Wie soll Donut schmecken? Ist natürlich ist von der Target Bakery, also ist frisch gebacken. Wie ein Donut halt schmecken sollte. Aber, ja? Aber das Zeug hier ist mir ein bisschen süß. Schmeckt das nach Limone? Kann sein, so ein ganz bisschen. Ich mag ja Donuts, aber jetzt so super ist der jetzt nicht hier. Koray heißt es alles. Hm. Nee, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Der Zuckerguss ist. Aber den Zuckerguss brauche ich auch nicht. Der Zuckerguss darauf. Ist so süß. Der Zuckerguss ist sehr, sehr süß und viel 2. zu dick. Die Schicht ist zu dick und zu hart. Ich gebe dem eine 2. Hey, ich würde so einen Donut halt niemals Donut liegen lassen. Schmeckt. Aber was war dein allerliebstes von den ganzen Sachen? Es waren ja die M&M's hier. Die M&M's sind dein allerliebstes. Aber auch hier. Nur 4 Sterne, ne? 4 Sterne, 3 Sterne. Ich persönlich fand am besten das hier. Die finde ich ziemlich gut. Und auch das hier, was mich halt wirklich surprised hat. Diese Hershey's White Cookie, Sugar Cookie. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Am most horrible, die Kisses. Die sind richtig eklig. Die wollen nicht so sein und ich habe euch was vorbereitet. Das ist jetzt für euch. Ja? Guten Appetit. Da freut ihr euch bestimmt drüber. Lecker. Also wer es will, Versand kostet $50. Wir packen das alles in eine Kiste. Wer uns $50 gibt, wir schicken es euch. Guten Appetit dann. Ja. Magen versaut, also gründlich ruiniert. Ich hab wirklich so ein bisschen so. Ich weiß so gar nicht, was ich jetzt essen soll. Zum Mittag esse ich jetzt einen Salat oder so.
Ich werde mir jetzt was kochen. Du musst dir jetzt was kochen. Wie wär's, wenn du uns was kochst? Ja, du isst ja immer nur Salat. Nee. Salat und ganz viele Süßigkeiten esse ich dann immer. Aber momentan, mein Magen fühlt sich wirklich so ein bisschen so... Ja, also ich glaube, ich muss erstmal Mittagsschlaf machen. Das war's dann auch für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss, du hast mir meinen Tag ruiniert.